Im Namen des SEM und im Namen unserer aller, die hier sind, wir freuen uns sehr auf die heutigen Einblicke und auch auf die wichtigen Fragen, die uns du schon mitgebracht hast, vielleicht vorab. Wir befinden uns in dem Lehrgangsmodul mit den Themen Sammeln, Versammeln, was bedeutet es, sich Sammlungen anzulegen, aber was bedeutet das auch in Struktur, Projekt und Programmatik, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, Ausstellungen als Versammlungsorte zu verstehen. Und ich glaube, mit dir und heute dein Input, ist das noch radikal oder können wir schon weg, das Schwule Museum Berlin auch ganz stark in diesen Fragestellungen, was bedeutet es, dann eine Institution zu werden, was bedeutet es, aus einer Notwendigkeit der Gesellschaft etwas entgegenzustellen, sich entwickelt zu haben. Und wie können wir heute aktuell davon lernen und auch damit umgehen und Fragen stellen, was das heute bedeutet. Du bist seit 2006 schon Mitglied im Vorstand des Schulmuseums Berlin. Das heißt natürlich, dass du ganz viel Einblicke hast in die Genese, in die Diskussionen, in die Themen, vielleicht auch Konflikte, in all das, was dazugehört, wenn man so eine Institution wird, die versucht, einen Standpunkt, eine Position zu vertreten in einer Stadt. Vor allem auch, was ich auch besonders interessant finde und was uns im ECM auch immer wieder beschäftigt, ist ja auch, wie steht Inhalt, Akteurinnen, das Wollen auch mit Struktur zusammen. Also wir müssen ja auch sprechen über Strategien, Finanzen und Funding, was auch unter anderem dein Schwerpunkt ist. Jetzt könnte ich eine Vielzahl von Ausstellungen anführen, an denen du beteiligt warst, die alle ganz aktuell relevante Fragestellungen der Geschichtsschreibung vielleicht möglicherweise und des Zeigens beinhalten. Ausstellungen, wo du Co-Kuratorin warst, wie Queering the Grip, Gripping the Queer oder Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Zeichen von Emanzipation oder Sexuality, Holocaust, Stigma, Homosexualitäten, also viele, viele Fragestellungen, die glaube ich auch, soweit ich das einschätzen kann, in diesem Raum viele, viele Fragen aufwerfen und viele Interessentinnen finden, diese zu diskutieren. Du hast Literaturwissenschaft studiert und hast, das habe ich jetzt in dieser Biografie gelesen, viele Erfahrungen und Kompetenzen gesammelt, auch weil du in renommierten Banken als Finanzplanerin und Investmentexpertin gearbeitet hast. Das finde ich besonders spannend. Aber hier gäbe es viel zu erzählen, also du kennst dich aus auch in Strukturen, ja? Von Institutionen, Museen, Wirtschaft, Kapitalisierung und so weiter. Und jetzt glaube ich, muss ich endlich aufhören zu sprechen und freue mich mit uns allen auf deine Worte. Okay. Vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank, dass ihr heute Abend hier seid. Wir sind eine relativ kleine Gruppe. Ich mache zwar einen Vortrag, aber wenn ihr Zwischenfragen habt, immer gerne. Also ich lege jetzt keinen Wert drauf, sozusagen ongoing zu sprechen. Was ich gerne machen würde, ist mit euch, mit Ihnen eine schnelle Reise durch die letzten 10 Jahre des Schulmuseums mit Programmen, Strukturen, Strategien. Ich fange auch gleich an. Das Schwule Museum wurde 1985 gegründet. Das war mitten in der AIDS-Krise. Und vielleicht erinnern sich die einen oder die anderen noch daran, dass zu dieser Zeit zumindest in Deutschland, und zwar von Seiten von verschiedensten bayerischen Politikern, gefordert wurde, HIV-infizierte Menschen in Camps zusammenzufassen und zu registrieren. Das war also eine Zeit, wo es eine große Angst gab, das ist dann nicht so gekommen, aber zu der Zeit war das nicht klar, dass eine neue homophobe Welle entsteht. Und in dieser Zeit wurde dieses Museum gegründet. Als dezidiertes Anti-Museum, wie ich immer sage, als ein Projekt, was sich dem entgegenstellt, dass in der Mainstream-Geschichtsschreibung und in den Museen, in den Archiven, homosexuelle Geschichte und Geschichten systematisch nicht gesammelt und nicht ausgestellt wird. Das ist ehrlich gesagt bis heute auch noch nicht so ganz viel anders. Wir sind ein Museum, was einerseits ganz klassische Ausstellungen macht. Wir machen natürlich auch Veranstaltungen, aber wir haben auch eine große Sammlung. Wir haben eine öffentlich zugängliche Bibliothek und wir sind ein Community Space. Das heißt, wir verstehen uns als Plattform der Selbstverständigung. Wir
wir agieren, ich sage immer, wir haben zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe ist natürlich die große Gesellschaft. Es geht um die Akzeptanz von nicht heteronormativen Lebensformen. Und auf der anderen Seite adressieren wir aber auch eine Community, die sonst keinen Ort hat, wo sie ihre Geschichte angucken kann oder wo sie sich darüber selbstverständigen kann. Wir haben in den letzten 40 Jahren jetzt schon fast, ne? Also seit 85, so ungefähr 300 Ausstellungen gemacht. Das ist ein ziemlich großes Spektrum. Wenn man das alles zusammenlegen würde, dann gäbe das schon eine ziemlich prächtige Enzyklopädie von queerer Geschichte und Kultur. Das reicht von Simone de Beauvoir als große Feministin, Hildegard Knef, eine Ikone der schwulen Kultur, bis hin zu Foucault, Wittgenstein, Genet und so weiter und so fort. Wir haben eine, das habe ich eben schon mal gesagt, wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, wie viel wir eigentlich haben. Wir schätzen, dass wir mehr als 1,5 Millionen Objekte haben. Ein Großteil der Sammlungen sind nicht aufgenommen, also nicht erschlossen. Also die ganz große Mehrzahl dessen, was wir haben, liegt so vorsortiert so in Kisten. Da weiß man ungefähr, was da drin ist, aber es ist nicht erschlossen. Das umfasst einerseits künstlerische Sammlungen. Also wir haben wahrscheinlich die größte Sammlung von schlechter schwuler Kunst in der Welt. Wir haben aber auch einige Künstlerinnen-Nachlässe, die community-nah vor allen Dingen sind. Wir haben eine riesige Sammlung von zum Beispiel von Magazinen, also in den 1970er, 80er, 90er Jahren hat es in jeder westdeutschen Stadt so ein schwules Dorfplättchen oder ein queeres Dorfplättchen gegeben. Die Siegessäule gibt es noch, aber die Mehrheit von den Publikationen gibt es nicht mehr. Und das ist eine enorm großartige Quelle, weil man daran sozusagen sehr differenziert Geschichte studieren kann. Also man erfährt was über die Schule oder über die queere Ökonomie. Man weiß, wann haben denn große Firmen überhaupt angefangen, Werbung zu schalten? Das war um 1990. Wie waren die Kontaktanzeigen? Was haben die Leute da so gesagt? Was für Veranstaltungen gab es? Wie war die Mode? Wie hat man sich angezogen? Was war cool? Was war nicht cool? Und man erfährt auch ganz viel über politische Debatten. Also es ist ein enorm großartiges Archiv für Zeitgeschichte. Ich habe hier mal so ein paar Bildchen zusammengestellt. Die beiden mittleren Fotografien sind von Jürgen Baldiger. Jürgen Baldiger ist auch einer von unseren großen Beständen. Jürgen Baldiger war ein Fotograf, Aktivist, Performer, Filmer, Musiker, Schreiber, der Ende der 1970er Jahre nach West-Berlin gekommen ist, aus der westdeutschen Provinz. Der hat relativ früh seine AIDS-Diagnose bekommen und ist auch 93 gestorben und hat in diesen 10 Jahren ein enormes fotografisches Werk erschaffen, was einerseits sowas zeigt wie das queere Berlin, bevor man das queer genannt hat. Also so eine sehr bestimmte Art von Kultur, Tuntenkultur, AIDS-Aktivismus natürlich. Und der aber auch nicht zuletzt sein eigenes Sterben dokumentiert hat. Also es sind sehr, sehr irre Fotos. Und das andere, was ich hier noch, worauf ich nochmal aufmerksam machen wollen würde, ist Petra Gall. Das ist oben links, dieses Demo-Foto. Das ist eine Walpurgisnacht-Demo von 1983. Walpurgisnacht war ein Take Back the Night, also die gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen-Demonstrationen. Und Petra Gall ist auch eine Autodidaktin wie Baldiger. Sie hat in den 1980er Jahren im Prinzip die gesamte lesbische Community mitgefotografiert. Also wenn man da was erzählen will, man findet großartige Porträts von Aktivistinnen, aber man findet auch Aktionen. Auch eine riesige Sammlung von mehreren 10.000 Fotografien, die zum Teil, wir haben jetzt vor ein paar Jahren so ein Digitalisierungsprojekt bekommen, die jetzt zum Teil digitalisiert sind. Also der Bestand, der digitalisiert worden ist, ist, sie hat auch für Musikredaktionen gearbeitet und hat fantastische Fotos von Musikerinnen und Musikern gemacht. Also links ist Diamanda Galas und rechts natürlich Nina Hagen. Und ich finde, sie ist eine großartige Bühnenfotografin. Und man kann, wenn man diesen Bestand hat, kann man im Grunde die
Das ist wie die Bildspur zur Tonspur der Off-Musik der 80er Jahre. Das ist eine sehr fantastische Sammlung. Wie sind wir organisiert? Wir sind, wie das halt in Deutschland so ist, wir sind natürlich ein Verein. Wir haben 250, 300 Mitglieder. Also das Museum ist, der rechtliche Träger ist der Verein. Die Finanzierung ist, wir sind seit 2010, also 25 Jahre waren wir damals schon, da hat uns dann der Berliner Senat in einer Zeit, wo es wirklich ziemlich, ziemlich knapp war, überraschenderweise eine institutionalisierte Förderung zugesprochen. Es ist aber, die auch bis heute besteht, es ist aber nicht so, dass das Museum ohne ehrenamtliche Arbeit, wir haben eine große Gruppe von mehr als 50 Leuten, die bei uns regelmäßig Dienste schieben. Das sind einerseits Aufsichten, also auf, Museumsdienst, und auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Leute, die bei uns im Archiv sind und Bestände bearbeiten, ehrenamtlich. Die kommen dann einmal in die Woche, dann dauert das halt ein Jahr. Aber es wird auf jeden Fall gemacht. Und die sind dann in dem, was sie machen, auch, die werden dann auch zu Expertinnen in den Beständen, mit denen die arbeiten. Governance, wir haben seit letztem Jahr eine Geschäftsführung erstmals. Aber es ist bis heute so, dass die Gesamtleitung als Programmleitung, politische Leitung, auch finanzielle letztlich, finanzielle Verantwortung, von der Geschäftsführung mit einem kollektiven, gewählten und ehrenamtlichen Gremium, nämlich dem Vorstand, verantwortet wird. Wir sind, das betone ich auch immer wieder, wir kriegen zwar eine institutionelle Förderung, aber bisher, und ich hoffe, das bleibt so, ist es so, dass sich der Geldgeber, unser wichtigster Geldgeber ist der Berliner Senat, programmmäßig nicht einmischt. Also wir sind frei in unserer politischen oder Programm- und Sammlungspolitik. Wir können das im Wesentlichen machen, wie wir wollen, wenn wir dafür dann die Kohle auch irgendwo herkriegen. Ein paar Meilensteine. Wir waren von Anfang der 1990er bis 2013 in einem sehr charmanten, aber auch wahnsinnig runtergerockten Berliner Hinterhof angesiedelt. Ich weiß nicht, wer sich auskennt, da wo früher auch der Schutz war. Wir saßen daneben, es war sehr schön, aber es war auch ziemlich gruselig, weil es war halt nicht barrierefrei. Wir hatten extreme Probleme mit, wie das Archiv ordentlich untergebracht wird, also halbwegs gesichert. Und es war auch insgesamt was, also es war schon relativ rustikal, sag ich mal. Wir sind 2013 auch aufgrund von dieser institutionellen Förderung, haben wir uns dann getraut, neue Räume anzumieten. Wir sind jetzt in einem nicht bis von außen ziemlich unscheinbaren Wohnhaus, was eine alte Druckerei war, und haben aber seitdem mit einer Fläche von ungefähr 1600 Quadratmeter relativ repräsentative Ausstellungsräume. Wir haben ein klimatisiertes Archiv, also die Sammlung, die wir haben, ist einigermaßen ordentlich untergebracht, und wir haben auch viel bessere Arbeitsbedingungen für unsere MitarbeiterInnen. Es hat einen enormen Effekt gemacht, kann ich nur mal sagen. Also wir waren noch die gleichen Leute. Wir haben eigentlich auch das Gleiche, wir haben die gleichen, also ähnliche Ausstellungen gemacht. Aber wir sind von außen komplett anders wahrgenommen worden. Also so ein Haus macht einfach einen Unterschied. Und wir sind jetzt dran, wir wollen ja nochmal umziehen. Könnt ihr ein bisschen den Daumen drücken. Wir sind ernsthaft daran, einen neuen Standort zu entwickeln. Kann man noch nichts dazu sagen, aber vielleicht wird's was. Also mit einer eigenen Adresse. Ein zweiter Meilenstein war sicherlich die Ausstellung Homosexualitäten, die wir 2015 im Deutschen Historischen Museum gemacht haben. Das Deutsche Historische Museum ist das Nationalmuseum der bundesdeutschen Geschichte in Berlin-Mitte unter den Linden. Und es war die allererste Ausstellung in einem, in so einem repräsentativen historischen Haus, das sich queerer Geschichte gewidmet hat. Und bis heute auch übrigens die letzte. War eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Mit dem etwas, ja, bitter, ist vielleicht jetzt übertrieben, dass eigentlich da nichts nachgekommen ist. Also wir sind nie wieder für irgendwas angefragt worden. Das war so ein bisschen wie so ein, wie wenn man mit so einem Raumschiff da landet. Für uns intern extrem wichtiger Meilenstein war das Jahr der Frauen 2018. Das hat ein bisschen eine längere Vorgeschichte.
Also es war eine Intervention ins Haus. Wir haben ein ganzes Jahr ausschließlich Positionen und Perspektiven von Flinter, Frauen, Lesben, Trans, Inter, also alle nicht cis-männlichen Positionen gezeigt, künstlerische, historische Events, alles Mögliche. Und der Hintergrund war, das Museum hat ist es ja gegründet worden als schwules Museum, wir heißen auch heute noch so, und es war exklusiv schwuler Geschichte und Kultur gewidmet. Das hat mit den historischen politischen Konflikten der 1980er Jahre zu tun. In den 1980er Jahren gab es keine Kooperation zwischen Lesben und Schwulen. Also die Lesbenbewegung war im Wesentlichen separatistisch-feministisch und ist ihre eigenen Wege gegangen. Ich war damals auch schon da, wir haben nicht mit schwulen Männern zusammengearbeitet und die schwule Bewegung war auch im Wesentlichen für sich. Es gab auch im Nachhinein, würde ich sagen, beschämendes Nebeneinander. Also die Frauen-Lesben-Projekte, Bewegungen haben sich sehr, sehr wenig für AIDS engagiert oder gegen AIDS engagiert. Ich habe mir mal angeguckt, ihr kennt wahrscheinlich die Emma, das feministische Leitblatt, der ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber es gilt auch für andere Medien. Da taucht AIDS in den 1980er Jahren überhaupt nicht auf, als wenn es das nicht gäbe. Und umgekehrt muss man aber auch sagen, dass die schwule Bewegung sich mit den Themen, die damals im Fokus von feministischen Bewegungen bestanden haben, und das war ganz klar Gewalt, sexualisierte Gewalt. Also es gab 1983 einen Mord an einer lesbischen Aktivistin, wo wir vermutet haben, dass das ein richtiger Anschlag war. Es hat sich hinterher herausgestellt, es war ein Serienmörder, die ist vergewaltigt worden und ermordet worden auf dem Weg von so einer Frauendisco nach Hause. Und da hat es eine riesige Kampagne in Berlin gegeben. Da wurden Diskotheken zu politischen Aktionszentrum umsortiert. Und ich erinnere mich nicht, dass wir große Unterstützung gehabt hätten von Seiten von schwulen Gruppen. Also das war sozusagen, und das ist der Hintergrund, warum das schwule Museum ein schwules Museum geworden ist und kein schwul-lesbisches oder schwul-lesbisch whatever. Und 2008 war dann so ungefähr die Zeit gekommen, wo einfach klar war, dass das so nicht mehr weitergeht, weil wir sind ja ein Bewegungsort und gebunden an eine Community. Und in 2008 war es dann eigentlich schon klar, dass jetzt mit schwulem Separatismus und lesbisch-feministischem Separatismus war es dann auch schon ein bisschen fertig. Und da wurde beschlossen, dass das Schwule Museum sich sozusagen öffnet und ein Ort für alle queeren Gruppen werden soll. Genau, dann haben wir uns 2017, meine damalige Kollegin und Vera Hoffmann und ich, wir haben uns das dann mal angeguckt, was das denn jetzt eigentlich heißt und waren schon ein bisschen erschüttert. Also das ist so eine Auswertung, was haben wir da eigentlich gemacht in diesen 10 Jahren? Und man kann einfach sehen, dass da sozusagen von Diversität oder gleichberechtigter Teilhabe oder so, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Und dann haben wir beschlossen oder haben wir vorgeschlagen, dass wir dieses Jahr machen. Ich kann es auch jedem Museum nur empfehlen, mal so eine ernsthafte, so einen Schnitt zu machen mit irgendwas. Mal zu sagen, wir machen jetzt mal ein Jahr wirklich nur das. Das wurde vom Haus getragen, also vom gesamten Vorstand, auch vom Team und von den Ehrenamtlichen. Alle fanden das ganz toll. Und so haben wir dann ein ganzes Jahr versucht, im Grunde genommen das ganze Haus in sozusagen so einen feministischen Change zu machen, über alle Ebenen. Es ging auch darum, Sammlungspolitik anzugucken. Wir haben, wie gesagt, insgesamt neun Ausstellungen gemacht in der Zeit. Wir haben wahnsinnig viele Veranstaltungen gemacht. Also es hat wirklich auch was gemacht. Was sehr überraschend war, ist, dass ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Es gab einen unglaublichen Shitstorm, und zwar innerhalb des Hauses, also auch von Seiten von Leuten, die bei uns arbeiten oder mit uns arbeiten, aber vor allen Dingen auch von Seiten der Communities. Und zwar sowohl von der klassischen alten schwulen Garde, wie aber auch von lesbischen, von der älteren Generation von lesbischen Frauen. Wir sind ein bisschen in diese Beißreflex, ich weiß nicht, ob das hier mitgeschnitten worden ist. Also es gab 2017, 18 eine Riesendebatte, die extrem polarisiert hat und wo es im Wesentlichen darum ging, queer-feministische, also das, was man heute sozusagen unter Woke versteht, zu delegitimieren. Und dieses Jahr der Frauen ist zufälligerweise da reingeraten und hat
also da haben wir eine ganze Menge auch abgekriegt. Also es war eine wahnsinnig heftige Auseinandersetzung, die wir aber dann schlussendlich erstens überstanden haben und auch zweitens gewonnen haben. Also seitdem würde ich sagen, ist diese Debatte bei uns im Haus zumindest, das ist jetzt einfach erledigt. Im Sinne von, das ist klar, das ist jetzt so. Wir sind irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben von 2010 bis heute unseren Umsatz, wenn man so will, vervierfacht oder mehr als vervierfacht. Wenn wir ein Unternehmen wären, dann hätten wir jetzt ganz tolle Börsenkurse. Also wenn sozusagen Anerkennung mit Geld zu tun hat, würde ich sagen, kann man sehen, wir haben einfach einen deutlich anderen Stand heute. Das ist natürlich nicht nur deswegen, weil wir so eine tolle Arbeit machen, sondern das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, die gesellschaftliche Bedeutung von Queerness hat sich einfach enorm verändert. Also wir haben uns 2015 noch mit dem Deutschen Historischen Museum gestritten, ob wir gendern dürfen oder nicht. Also ob wir Unterstrich oder Sternchen nutzen dürfen. Das war noch eine Debatte, kann man sich jetzt heute nicht mehr so richtig, oder kann man sich jetzt wieder vorstellen, in Deutschland ist es ja schon wieder verboten, aber es ist trotzdem eine andere Geschichte. Also es hat sich einfach extrem viel verändert. Es ist sozusagen die Tatsache, dass wir haben an allen Rathäusern wie Regenbogenflaggen, die großen Unternehmen nehmen an den CSD teil, Nike macht extra Pride-Shoes und so weiter und so fort. Also da ist sozusagen eine gewisse Akzeptanz da. Bezogen auf unsere Budgets sage ich immer unseren Geldgebern, da ist auch noch Luft nach oben. Ich habe einfach mal ein bisschen gerechnet. Das Land Berlin gibt für Museen pro Person 56 Euro im Jahr aus. Und ich habe jetzt mal gesagt, naja, in Berlin sind vielleicht 15% von den Leuten, die da leben, irgendwie queer. Das heißt, es leben über 500.000 queere Menschen in Berlin. Und wenn man jetzt sagt, das wären dann ungefähr 30 Millionen, die quasi für queere Museumskultur ausgegeben können würde, wenn man es mal jetzt auf die Personen rechnet. Und wenn ich jetzt sage, naja, wir sind schon mit 10% zufrieden, dann sieht man, da ist noch ordentlich Luft. Überzeugt die nicht so, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Was man auch sieht, ist, dass die institutionelle Förderung, das ist dieser mittlere Bogen, also der jetzt ungefähr 1 Million, dass das halt im Wesentlichen die Fixkosten deckt. Das heißt, wenn wir Projekte machen wollen, größere, müssen wir Drittmittel einwerben. Was schwierig ist, das ist jetzt mal 23, 24, wir sind da relativ erfolgreich, aber es ist unendlich aufwendig, weil man muss immer Anträge schreiben, die werden natürlich nicht bezahlt in der Regel. Man weiß nicht genau, wird das jetzt gefördert oder nicht. Ich habe keine Planungssicherheit. Du nickst, du kennst dich aus. Es ist relativ hart. Dass das einfach nicht sozusagen, dass wir unsere eigentliche Arbeit, nämlich Ausstellungen zu machen, dass wir die irgendwie anders finanzieren müssen. Aber immerhin, wir schaffen es. Dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, heißt jetzt nicht, dass alles schön ist. Das Museum ist nach wie vor ein Ort, der unter Angriff ist oder angegriffen wird. Wir hatten letztes Jahr eine Serie von Attacken auf das Schwule Museum, das fing an mit diesen Schüssen, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Da haben nachts Leute auf die Scheiben geschossen. Die Scheiben werden ausgebaut und ins Archiv gestellt, stellen wir irgendwann wieder aus. Also ist, wie gesagt, bis jetzt nichts passiert, Gott sei Dank. Und das ging dann weiter mit, dass Leute Besucherinnen angepöbelt worden sind oder Mitarbeiterinnen angepöbelt worden sind, dass Leute Wasserbomben ins Foyer geschmissen haben, also sozusagen so Übergriffe in gewisser Weise. Und bis heute haben wir relativ große Probleme mit Graffiti. Also es ist sozusagen in regelmäßigen Abständen haben wir Graffiti an den Fenstern. So, jetzt komme ich zur Frage, was machen wir eigentlich in der Mitte der Gesellschaft so? Ich glaube, eine der wesentlichen Projekte, was so ein Ongoing-Projekt ist, ist Queerness dekolonialisieren. Das sagt sich jetzt so einfach. Queere Konzepte sind in aller Regel im globalen Norden erfunden und sozusagen auch ganz stark an kulturelle Bedingungen da geknüpft. Und es gibt
eine Menge Kritik daran. Und wir sind sozusagen, also es gibt viele Ebenen, wo man sozusagen da kritisch drauf gucken kann. Wir machen das in vor allen Dingen mit Serien von Ausstellungen. Das war jetzt die letzte, die wir gemacht haben. Das war ein Projekt mit einer Gruppe aus Brasilien, die fabulierend und künstlerisch sich der Frage nach präkolonialen queeren Lebensentwürfen, Identitäten, Konzepten gewidmet haben. Diese Ausstellung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wir machen das schon relativ lange. Also wir versuchen immer wieder andere Aspekte sozusagen zu adressieren. Wir haben 2014 zum Beispiel schon eine Ausstellung gemacht mit Zanele Moholy. Zanele Moholy ist sicherlich eine der wichtigsten Künstlerinnen oder wichtigsten Fotografinnen in dem Bereich. Eine Werkschau 2014, wo Zanele, glaube ich, noch nicht ganz so berühmt war, wie sie heute ist. Wir haben 2017 ein längeres Forschungsprojekt gemacht, wo auch eine Ausstellung daraus entstanden ist. Oda Rothle. Oda Rothle ist El Dorado andersrum gelesen. El Dorado ist ist einerseits der Name eines emblematischen Ortes der 20er Jahre Berlin. Also wenn ihr irgendwie Babylon Berlin oder sowas gesehen hast, das ist sozusagen die Ästhetik. Und die Dekonstruierung der sozusagen kolonialen Versatzstücke, die darin auch präsent sind, das war sozusagen, darum ging es in diesem Projekt. Für uns eine extrem wichtige Ausstellung war auch Queering the Crip oder für uns eher Cripping the Queer. Das war eine Ausstellung, die wir mit einer Gruppe von Leuten aus der Queer-Crip-Szene gemacht haben. Die Idee bei dieser Ausstellung war einerseits, dass es gibt ja historisch sehr viele Verknüpfungen zwischen Queerness und Disability, angefangen von der Frage der reproduktiven Kontrolle, die Betroffenheit von eugenischen Konzepten, die Frage von Gender, also schwule Männer sind keine richtigen Männer und behinderte Männer sind auch irgendwie keine richtigen Männer, in Anführungszeichen. Also es gibt sozusagen Verfolgungsgeschichte, gibt es verschiedene Zusammenhänge und diese Ausstellung hat sozusagen mal so einen ganz großen Bogen gemacht und das erzählt. Ein zweiter Aspekt, der für uns, der auch in der Ausstellung eine Rolle gespielt hat, der aber auch für uns eine Rolle gespielt hat, ist, dass in den queeren Communities gab es schon seit den 80er Jahren relativ laute Stimmen von Behindertenaktivisten, die Zugänglichkeit, Repräsentation und so weiter gefordert haben. Und umgekehrt haben queere Leute in den Behindertenorganisationen ganz stark dafür gesorgt, dass Sexualität für behinderte Menschen ein Menschenrecht geworden ist. Also wir hatten bei einer Ausstellung mal ein Interview mit einer Person, der im Rollstuhl sitzt, der in einem so einem betreuten Wohnen aufgewachsen ist und der sagte, der ist schwul. Er war schwul. Der sagte, in diesem Heim gab es nicht nur keine Homosexualität, da gab es überhaupt keine Sexualität. Das gab es einfach nicht. Und da hat auch AIDS-Aktivismus wiederum eine Rolle gespielt. Also die queeren Leute die auch in die Behindertenorganisationen reingewirkt haben, haben dafür gesorgt, dass es einfach dass Sexualität als Menschenrecht da sozusagen durchgesetzt werden konnte. Im Hintergrund sieht man hier Lorenza Böttner, ist vielleicht bekannt, ist vielleicht die berühmteste Künstlerin in dieser Schnittstelle. Smash the System, auch ein Ongoing-Projekt. Das war jetzt eine Ausstellung 2021, auch kuratiert von einer Gruppe von Inter- und Trans-KuratorInnen. Das war die erste Ausstellung im Schwulen Museum zum Thema Intersex. Und die zweite Ausstellung in Berlin überhaupt. Und ich weiß nicht, ob es in der Bundesrepublik überhaupt sonst, also wüsste ich jetzt nicht. Die Ausstellung hat eine enorme Wirkung gehabt. Also wir haben E-Mails und Messages aus der ganzen Welt, aus der Intersex-Community bekommen. Das ist wirklich richtig wahrgenommen worden. Und war eben ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Ich zeig mal so ein bisschen Bilder. Die haben nämlich was ganz Tolles gemacht. Die haben ein Raumschiff ins Museum gebaut
wo man dann so reingehen konnte und so interaktive, also Interaktionen auch machen konnte. Das war, ist eine großartige Installation, wie ich finde. Auch diese Ausstellung hat eine lange Vorgeschichte. Wir haben also sozusagen die Repräsentation, Präsenz in, mit Aktion von Trans-Communities beschäftigt das Schwule Museum natürlich auch schon sehr lange. 2016 gab es eine erste Ausstellung auch von Leuten aus der Community mit dem schönen Titel Millionaires Can Be Trans. Das war eine Kunstausstellung. Wir haben 2019 ein großartiges Projekt gemacht, Trial and Error. Das war so eine von zwei KünstlerInnen, die so, die im Grunde genommen die Ausstellung mit dem Publikum zusammen entwickeln. Also eine Aktion war, dass es einen Workshop sozusagen gab, wo Leute gebeten wurden, die haben so in unseren Toiletten so einen sehr schönen Raum eingerichtet, wo man sozusagen sein konnte, ohne dass man gesehen wurde. Und dann wurde das, der, was die gesagt haben, in den Raum übertragen, wo der Workshop war. Und die Leute haben ihre Geschlechtsteile beschrieben. Und in dem Raum gab es eine Gerichtszeichnerin, die das gezeichnet hat, was die gehört hat. Und diese Zeichnungen dieser Gerichtszeichnerin waren dann Teil der Ausstellung. Also so, ein, so eine Art von Kunst, künstlerische Interaktion machen die. Sehr tolle, ganz tolle Bilder übrigens. Das ist jetzt unsere letzte Ausstellung, die vorletzte besser gesagt, die aus zwei Gründen wichtig ist. Einerseits, weil sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ein besonders in der Kultur wenig adressiertes Thema ist. Eins bis zwei bezieht sich auf eine auf einen Podcast und das, der Podcast es geht, da geht es um sexualisierte Gewalt und 1 bis 2 heißt der deswegen, weil man davon ausgehen kann, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder betroffen sind. Also das ist eine immense Zahl und das ist epidemisch im Grunde und ich finde das relativ, ja, ich finde es irgendwie, ich finde es sollte auch Aufgabe von Kultur sein, das zu adressieren. Für uns speziell hat es noch einen anderen Hintergrund, die schwule Bewegung, die homosexuellen Bewegung, queere Bewegung, vor allen Dingen Schulenbewegung hat in ihrer Geschichte immer wieder in unterschiedlicher Weise mit pädoaktivistischen, päderastischen Strömungen zusammengearbeitet und hat sich ihre Forderungen zu eigen gemacht, hat sie hat diese Forderungen in ihren auf ihre eigene Agenda mitgenommen, hat die Leute sozusagen in ihren Reihen auch geduldet. Und hat damit, wenn man so will, einen Raum für sexualisierte Gewalt geschaffen. Wir haben selber, das schlägt sich auch im Archiv nieder, wir haben eine Menge Bestände, die das dokumentieren. Also angefangen von Bildmaterial. Ich rede jetzt nicht von strafrechtlich relevantem Material, das dürfen wir nicht haben, das haben wir auch nicht. Sondern ich rede von emblematischen, also alle kennen Badende Jungs, alle kennen Capri, die Capri-Grotte mit badenden, also diese emblematischen päderastischen Figuren. Da haben wir wahnsinnig viel Material und wir haben aber auch viele Dokumentationsmaterialien, also programmatische Schriften, Artikel in Zeitschriften, wo es sozusagen in den 70er und 80er Jahren dann das nochmal verhandelt wird und wo man eben nachlesen kann, dass die das Schwule bewegt. Auch teilweise lesbische Bewegung in dieser Zeit sich für die Forderungen nach der Abschaffung des Sexualstrafrechts und damit auch nach der Abschaffung, die Abschaffung von den Paragraphen, wo es um sexualisierte Gewalt geht gegen Kinder, stark gemacht hat. Das ist für uns ein zentrales Thema, das zu adressieren. Ich würde mal sagen, wenn wir einigermaßen glaubwürdig queere Politik machen wollen, dann müssen wir das einfach tun. Wir haben das zusammen mit dem Archiv der Jugendbewegung gemacht. Deswegen, das Archiv der Jugendbewegung ist ein Archiv, was das Gedächtnis der Jugendbewegung ist. Jugendbewegung ist so Wandervogel, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, diese Jugendbewegung, die in den, nach der Jahrhundertwende haben sich Jugendliche zusammengeschlossen,
Und das ist auch eine emanzipatorische Bewegung, wo die aus ihren Elternhäusern und Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter. Und es gibt sehr viele, historisch relativ viele Überschneidungen zwischen der frühen homosexuellen Bewegung und der Jugendbewegung. Und es gibt in den 70er und 80er Jahren relativ viele Überschneidungen bezogen auf Figuren und Netzwerke. Und deswegen haben wir uns mit denen zusammengeschlossen, um das mit denen zusammen zu bearbeiten, weil eben zwei Archive mit diesen Beständen auch umgehen müssen. Wichtig für diese Ausstellung war für uns einerseits, dass wir wir haben 2017 erstmal gepitcht mit der Ausstellung, wir haben also sehr lange daran gearbeitet und haben in dieser Zeit einfach ein Netzwerk aufgebaut von einerseits von Leuten, die betroffen sind, die mit uns zusammengearbeitet haben, aber auch Leuten aus Beratungsstellen und Forschende, die dazu forschen und auch also Leute, die sozusagen aus unseren Bewegungen aktivistisch damit zu tun hatten. Die wichtigsten, die habe ich hier mal rechts aufgestellt oder gezeigt. Die Ausstellung beginnt mit Geschichten von Betroffenen, wo sie einfach ihre Geschichte erzählen. Das sind 11 verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Kontexten, die als Audio da laufen und endet mit Statements von Betroffenen, die aus ihrer Betroffenheit aktivistisch arbeiten gegen Gewalt gegen Kinder und die uns in diesen kurzen Videos nochmal so ein bisschen Ansagen machen, was ist denn Aufarbeitung, worum geht's da eigentlich? Ein zweites Thema, womit wir uns da sehr auseinandergesetzt haben, ist nämlich die Frage, wie zeigen wir das eigentlich? Also wie zeigen wir dieses toxische Material? Und was wir nicht wollten, ist, wir wollten jetzt nicht nochmal, da gibt es ja ganz viel Kunst, die man zeigen könnte, die wir durchaus auch im Original haben. Also wir haben Klöden. Ich weiß nicht, ob Klöden bekannt ist. Also es ist sozusagen kanonischer Fotograf, der für dieses Thema relevant ist. Und wir haben uns entschieden, die Wände weiß zu lassen. Also wir haben überhaupt nichts an die Wand gehängt, sondern wir haben mit Reproduktionen gearbeitet, um Bildmaterial überhaupt zu zeigen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist, das ist auf der linken Seite, wir haben eine Künstlerin gebeten, so eine Intervention zu machen, Claudia Reiche aus Hamburg. Und da geht es um eines von unseren wertvollsten Gemälden. Das ist ein Gemälde aus dem Jahr 1850 oder so. Ferdinand von Flor ist der Maler und auch so ein in der Zeit relativ bekannter Maler. Das Bild heißt In der blauen Grotte von Capri und zeigt, das ist selber gar nicht so, also es ist problematisch, wenn man es in einen bestimmten Kontext setzt. Das ist jetzt nicht irgendwie aggressiv oder sowas, sondern es ist aber in diesem Zusammenhang wird es problematisch. Und Claudia Reicher hat vorgeschlagen, dass wir das nicht zeigen oder zeigen, indem wir es nicht zeigen. Also das hängt verkehrt rum, mit dem Rücken nach hinten, das sieht man hier vor so einer Plexiglasscheibe. Und auf der Plexiglasscheibe hat sie eine sehr subtile Beschreibung dieses Bildes gemacht. Also es war für uns nochmal auch ans Publikum gespielt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Zeigen wir das? Wir haben das ja schon gezeigt, das Bild. Genau. So, das ist jetzt die letzte Ausstellung, die gerade eröffnet hat, mit einer fulminanten Eröffnung mit knapp 500 Leuten bei der Eröffnung. Es war wirklich rappelvoll. Das ist die erste Ausstellung in der Bundesrepublik Deutschland, wo 6 Arbeitende ihre eigene Geschichte erzählen. Der Hintergrund ist, dass 6 Arbeiterinnen schon sehr, sehr lange bei den CSD mitlaufen, dass es viele Bündnisse, also in dem Kiez, wo wir sind, wo das Schulmuseum ist, das der sogenannte Lützow-Kiez, das ist seit über 200 Jahren der Rotlichtbezirk in Berlin. Ich finde es irre spannend. Ne? Es war Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Teilung. Und es spielt sich immer in dieser Kurfürstenstraßenecke. Also seit 150 Jahren ist da quasi der Rotlichtbezirk in Berlin. Und der Grund, relativ eng dran ist das Rosa Dreieck, Neulendorfplatz, das ist der queere Distrikt in Berlin, klassisch auch schon in den 20er Jahren. Und das ist auch kein Zufall, weil durch dieses Vergnügungsviertel und durch die Präsenz von Sexarbeitenden gab es einfach eine gewisse Sicherheit für alle sexuellen Außenseiterinnen. Also eine größere Liberalität, aber auch eine größere Sicherheit. Und deswegen gibt es diese Bündnisse. Und AIDS spielt natürlich eine Rolle da auch. Also der AIDS-Aktivismus hat ja nochmal neue Bündnisse geschaffen, nämlich nicht mehr nur der Identitäten, sondern eben auch Leute, die betroffen waren von AIDS. Und da haben Sexarbeitende dazu gehört, aber auch Drogennutzerinnen.
Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, das erzählen die auch. Aber das Wichtigste ist, dass die, die haben ein Museum der Sexarbeit bei uns aufgebaut. Mit sehr, also ich kann es mal hier ein bisschen zeigen, es ist echt eine ganz tolle Ausstellung, die sozusagen aus einer dezidiert parteilichen Perspektive diese Geschichte erzählt. Also, herzliche Einladung. Es ist wirklich eine sehr tolle Ausstellung. So, und auch dieses Projekt ist nicht vom Himmel gefallen, weil es geht ja immer darum, wie vertrauenswürdig ist die Institution? Also, wollen die Leute mit uns zusammenarbeiten? Und wir haben ein erstes Projekt mit Sexarbeitenden 2019 gemacht, Objects of Desire. Eine auch sehr schöne Ausstellung. Die haben Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten, gebeten, ein Objekt, und hier zum Beispiel diese Schuhe, und eine Geschichte dazu erzählen. Und die Objekte waren sehr schön inszeniert in so Vitrinen oder auch irgendwie anders. Und dazu gab es dann immer diese Geschichte. Und das war das erste Projekt, was wir mit einigen von denen, die jetzt auch wieder kuratieren, zusammen gemacht haben. Und 2022 haben wir dann nochmal so einen Rundgang durch den Kiez, wo dann diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, diese lange Geschichte der alten Koalitionen zwischen Queers und Sexarbeitenden in so einem Rundgang durch den Kiez erzählt wird. Vielleicht noch ein bisschen was außerhalb der Ausstellung. Was wir auch machen, ist ein Projekt Queering the Archive. Das ist der Arbeitstitel ist Transcestors. Da geht es darum, dass wir haben verschiedene Nachlässe oder Bestände von Transaktivistinnen, die zum Teil komisch verschlagwortet sind. Und das wird jetzt quasi nochmal neu gemacht, damit es einerseits überhaupt erschlossen ist, aber auch, dass es korrekt erschlossen ist. Also wird ganz viel darüber gearbeitet, mit welchen Schlagworten, wie man das eigentlich macht. Und da sind die jetzt gerade dran. Und links, das ist ein Teil aus dem Nachlass von Josch Hoeneß, ein für Deutschland extrem wichtiger Aktivist, der leider sehr früh verstorben ist vor ein paar Jahren und dessen Nachlass wir auch bekommen haben. Und daraus ist diese Zeichnung. So, jetzt noch ein bisschen Outreach-Bildung. Das ist unser Team. Also wir haben ein ziemlich aktives Team. Also es werden sehr viele Führungen auch gebucht in der Zwischenzeit. Die bieten auch Workshops an zu bestimmten Themen. Das ist so das Team. Und hier hat man so ein bisschen, ich habe mal so ein paar Titel zusammen. Also die Bildungs- und Outreach-Abteilung ist sehr kreativ und aktiv. Und es gibt halt von der Meditation, wie man es in der Mitte sieht, bis hin zu ein sehr beliebtes Angebot ist der Pornfilm-Workshop. Also wir machen mit dem Pornfilm-Festival in Berlin immer so einen Workshop, wo der immer sofort ausgebucht ist. Weil wir haben eine große Pornsammlung natürlich, also schwule Porn vor allen Dingen. Und da gucken die sich dann alte Pornofilme an, finden das ganz toll. So, das ist jetzt Pipeline. Das nächste Projekt, was jetzt Ende des Jahres kommt, heißt Tropical Spells. Da geht es um sozusagen südostasiatische queere Konzepte und wie die auch in der Diaspora, das ist vor allen Dingen ein Kunstprojekt. Das ist jetzt gerade in der Mache, ist aber schon finanziert. Und das zweite Projekt, was wir machen dieses Jahr noch, ist eine mit unserer Sammlung, mit der Sammlung Brooks. Das habe ich jetzt hier gar nicht hingeschrieben. Wir haben eine große Sammlung von einem schwulen Künstler, Grafiker, der so Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde und 2008 oder so gestorben ist. Also 1920 geboren und 2008 gestorben ist. Und der war Grafiker, aber der war vor allen Dingen Sammler. Und wir haben eine irrsinnige Sammlung. Also man kann im Grunde genommen, wenn man will, nachbauen, was hat er am 17.05.1954 gemacht. Da findet man sozusagen wie so eine Timeline. Also der hat sein Leben gesammelt. Das ist eine sehr spannende, also es ist im Grunde 100 Jahre Berliner, ein schwules Leben in West-Berlin oder in Berlin und dann West-Berlin, inklusive seiner Liebesbeziehung zu einem polnischen Soldaten und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt ausgeschrieben, dass sozusagen dazu nochmal eine künstlerische oder auch wissenschaftliche Neuinterpretation, der ist relativ gut erschlossen, der Nachlass, sich damit nochmal zu beschäftigen. Also die Frage ist,
radikales Projekt. Ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall mal ein radikales Projekt. Also in der Zeit so das symbolische Kapital des Museums zu kapern, also es wurde ja kein Forum für homosexuelle Geschichte oder sowas gegründet, sondern es wurde ein Museum gegründet. Und das war, ich glaube, in dieser Zeit schon eine ziemlich harte Ansage. Es ist ein Anti-Museum, also wir sammeln und beforschen und stellen das aus, was woanders nicht vorkommt, was woanders entweder verschämt verschwiegen wird oder direkt auch stigmatisiert, vergessen, bekämpft, wie auch immer wird. Also wir haben sozusagen Bestände, die so anders nicht gibt. Und dann, was mir immer total wichtig ist, wir sind ein schwules Museum, aber wir sind kein Schwulenmuseum. Ich finde, dass die Gründungsmütter da relativ clever waren. Es ist kein Museum der deutschen Schwulenbewegung, sondern das Museum selber ist schwul. Und irgendwie sind ja alle Museen ein bisschen schwul, wenn man mal ehrlich ist. Das finde ich ganz wichtig. Und mit diesem Twist, finde ich, können wir, also wir haben immer wieder diese Debatte, ihr müsst euch jetzt umbenennen und das muss jetzt queer heißen oder wie auch immer. Und ich würde sagen, nee, das ist jetzt zu spät. Wenn, dann hätten wir das 2008 direkt machen müssen, da wären wir vorne gewesen, jetzt sind wir hinten, das ist blöd. Und es ist auch so, dass gerade die Jüngeren im Team sagen, Gottes Willen nicht umbenennen. Weil schwul hat, erstens mal haben sich Frauen, wir haben Flugblätter aus den 1970er Jahren. Die ersten lesbischen Aktivistinnen haben sich nicht lesbisch genannt, sondern die haben sich genannt die schwulen Frauen. Da gibt es Flugblätter, da steht drauf, die schwulen Frauen der HAW, das ist so eine homosexuelle Aktionsgruppe in Berlin, die schwulen Frauen der HAW gegen den Paragraphen 218 oder irgendwas. Also die Selbstbenennung schwul ist eigentlich sozusagen, wenn man so will, ab Mitte der 70er Jahre fangen lesbische Frauen an, sich lesbisch zu nennen, und das ist auch ein US-Import. Also es gibt eine längere Tradition, wo man sagen kann, na, so schwul war schwul eigentlich auch nicht. Und das andere, wie gesagt, ich finde, das ist, es ist zumindest ein ganz klar politischer Begriff, der glaube ich, eine andere Kraft hat als für mein Verständnis. Zumindest in den USA ist das anderes mit queer, da hat das eine andere Konnotation, aber bei uns hat schwul eigentlich mehr die Konnotation von queer, als queer die Konnotation von queer hat. Was wir machen ist, wir nutzen, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, wir benutzen das Museum als Anerkennungsmaschine. Also wir benutzen die Reputation der Institution oder des Museums als Institution, um Gruppen, Menschen, Communities, historical citizenship zu geben, also Staatsbürgerrechte in der Geschichte, als geschichtliches Subjekt, so jetzt beispielsweise mit den SexarbeiterInnen, als geschichtliche, als historisch relevante Subjekte Anerkennung zu verschaffen. Wir machen eine alternative Wissenproduktion damit, alternativ in vielerlei Hinsicht, weil wir Wissen produzieren über Dinge, die woanders nicht beforscht werden, aber wir machen es auch anders, weil wir sozusagen anders drauf gucken. Also ich sage immer, die Peripherie guckt jetzt mal zurück. Also wir gucken uns sozusagen, ja, ich will immer eine Ausstellung über Heterosexualität machen. Das, glaube ich, wäre sehr interessant, sozusagen das mal umzukehren. Ein weiterer Auftrag des Museums ist auch, in die Museumswelt oder in diese Agenturen der Geschichtsschreibung, des kollektiven Gedächtnisses, Geschlecht und Sexualität als relevante Kategorien einzubringen, ist schon hinzuprügeln letztlich. Ne? Also man muss da schon massiver werden. Das passiert meiner Meinung nach auch oder unserer Meinung nach zu wenig. Wir verstehen uns dezidiert als queer, das heißt für uns vor allen Dingen, das ist weniger so ein Regenbogenbegriff, sondern es ist eine kritische Praxis und die heißt vor allen Dingen auch, dass wir eigene Strukturen und unsere eigenen Politiken zur Disposition stellen. Und das haben wir, ich finde, das Projekt mit der Aufarbeiten, mit der sexualisierten Gewalt ist, glaube ich, eine relativ radikale Ansage, in der, also wirklich nochmal eigene Geschichte, die beschämend auch ist, also das ist nicht schön, das erzählen zu müssen, das wirklich nochmal zur Disposition zu stellen, zu sagen, jawohl, das war so. Und jetzt denken wir darüber nach. Was uns auf jeden Fall hilft, ist, das unterscheidet uns auch von politischen Parteien oder von so
Bürgerrechtsverbände wie LSVD. Ich glaube, dass der Umgang mit ästhetischen Verfahren, mit künstlerischen Produktionen hilft dabei, sozusagen sich mehr Spaß dabei zu haben, Verunsicherungen auch zu praktizieren, sich selber auch zu verunsichern. Und last not least, wir sind ein Projekt, was auch Community Building macht. Wir sind eine Plattform für Selbstverständlichkeit, wie schon gesagt. Das heißt vor allen Dingen, dass wir wahnsinnig viele Konflikte haben. Also einen davon habe ich ja erzählt, mit diesem, ja, der Frauen-Shitstorm da, dass wir Konflikte haben. Also entweder du hast Konflikte oder der Konflikt hat dich. Und wir haben sie lieber, dass wir sie austragen und dass wir sie irgendwie auch beherbergen. Also dass wir versuchen, irgendwie einen Ort zu schaffen, wo das auch sein darf. Also wo man sich auch richtig in die Wolle kriegen darf. Was sind die Learnings denn? Also meine Learnings, unsere Learnings der letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre. Also wir haben ja keine Marketingbudgets. Eigentlich nicht, ne? Also wenn wir mal Plakate kleben wollen, dann ist das schon eine große Sache. Üblicherweise haben wir kein Geld, um jetzt wirklich richtig Marketing zu machen. Und ich finde es aber nicht nur schlimm, nicht nur furchtbar, ja genau, sondern das hat auch, das Einzige, was wir machen können, ist Agenda-Setting zu machen. Also Themen, die wir setzen, sozusagen Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist jetzt zum Beispiel mit Sexarbeit total gelungen. Da gab es wahnsinnig viel Presse, also Fernsehen und Rundfunk und Zeitung und alle haben geschrieben, alle überschlagen sich und finden das ganz toll. Also man kann sozusagen mit klug gesetzten Themen, die relevant sind, kann man sich eine Menge Marketing sparen. Ein zweites Ding ist, würde ich sagen, an die Kante gehen. Also ich komme ja aus dem Vermögensmanagement, da sagen wir immer no risk, no fun. Kein Risiko einzugehen ist auch ein Risiko. Nämlich, dass ich Chancen, die ich vielleicht hätte, um Veränderungen zu machen, nicht nutze, weil ich Angst habe, dass das schiefgehen könnte. Kann ich machen, halte ich aber für eine... Also ich würde sagen, ich finde es besser, Scheitern einzukalkulieren, als ein Risiko gar nicht... Ich finde, man muss Risiken kalkulieren. Das haben wir bei dem Aufarbeiten-Projekt auch gemacht. Also wir haben das Sicherheitskonzept vorher und so weiter, aber wir haben es gemacht. Und das Risiko zu kalkulieren, aber einzugehen. Partizipation radikalisieren. Es gibt das schöne Wort Teilgabe von Raoul Krauthausen, einem Disability-Aktivist. Wir handhaben das oder wir versuchen das so zu handhaben, dass wir eben nicht Teilhabe machen, sondern Teilgabe. Das heißt, wir übergeben die Deutungshoheit an die Personen, die sozusagen jetzt bei den Sexarbeiterinnen, wir erzählen das nicht, sondern die erzählen das. Wir unterstützen das mit unserer Infrastruktur, mit unserem Know-how, wie Ausstellungen gehen und wo man die Objekte herkriegt und das Zeug. Aber der Inhalt oder der Narrativ ist sozusagen nicht, da reden wir nicht dazwischen. Bedeutung herstellen statt Deutung. Bedeutung meine ich die Bedeutung, die das hat, wenn Leute sagen, also ich habe es euch vorhin erzählt, das passiert bei uns häufiger, dass Kuratoren sagen, das ist jetzt für uns historisch, dass diese Ausstellung hier ist. Also diese erste Ausstellung von Sexarbeitern über Sex oder Disability war, Queer in the Crib war auch für viele Leute relevant. Und diese Relevanz für Menschen, das ist, glaube ich, das, was ein Museum machen sollte. Und das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, wir meinen es ernst. Also es geht um Glaubwürdigkeit. Also wenn wir Projekte machen wollen mit Gruppen, die sozusagen marginalisiert, wie man immer so schön sagt, sind, dann bedeutet das als Erstes, dass wir in Vorleistung gehen müssen, dass wir das Vertrauen überhaupt kriegen. Dass wir ein Ort sind, wo man das machen kann. Das gelingt uns nicht immer, aber es gelingt uns häufig. Und das ist eben das mit dem Dranbleiben. Das reicht nicht, wenn ich einmal irgendwie eine Veranstaltung mache, sondern ich muss das einfach wirklich fortlaufend, das ist am Ende, es hat es mit Vertrauen auch zu tun. Es hat auch bezogen mit Archiven, hat es mit Vertrauen zu tun, weil wer gibt uns seine Bestände? Das hat viel damit zu tun, dass Menschen denken, sie wollen da sein. Sie sind da in guter Gesellschaft und wir kümmern uns drum. Aber sie sind auch in guter Gesellschaft. Die wollen ja nicht irgendwo sein. Wir haben relativ gute Erfahrungen mit kollektiven Entscheidungsprozessen gemacht. Das ist nicht einfach. Aber ich finde, das lohnt sich, das zumindest zu versuchen. Also ich glaube, dass die Entwicklung des Museums in den letzten 15 Jahren auch dem geschuldet ist, dass wir diese Entscheidungen oder diese Entwicklung stark kollektiv gemacht haben. Das hat, wie gesagt, es ist nicht immer einfach, aber ich finde, dass es sich lohnt. Outreach is inreach. Also
ich kann keine Outreach machen, wenn ich die Leute nicht an Bord habe. Das kann ich einfach vergessen. Die Wertschätzung von Streit und Verunsicherung, finde ich, wird in den meisten Institutionen, also ich glaube, wir sind relativ streitlustig. Wie gesagt, ist auch nicht einfach, macht auch nicht immer Spaß, ist aber, glaube ich, ein Potenzial, was sich dann auch wieder in so Programmen niederschlägt. Und last not least, wo wir jetzt so ein bisschen stehen, Punk-Projekte, Professionalisierung. Also wir sind ja, wir sind ein Projekt, wir sind gestartet als sozusagen ein selbstorganisiertes Projekt und sind jetzt so an der Schwelle zur Institution und es muss jetzt alles professionalisiert werden und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie wir diese Kurve kriegen und ob wir sozusagen den Punk retten können oder ob wir in der Professionalisierung sozusagen, also das ist sozusagen da, wo wir, glaube ich, im Moment sind. Genau, und dann ist halt die Frage, what's next? Und darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Danke.